Das ist die nächste Generation. Das ist ein Ding, das ist abgespaced. Schaut aus, als würde es direkt aus dem 3D-Printer kommen. Wild. Ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Schaut euch mal diesen Sneaker an. Oh mein Gott. Sneaker 2022, hä? Gleich gar nicht gewohnt mit dem neuen Intro, gell? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, lange hat es gedauert, jetzt sind wir wieder am Start und zwar mit einem Fashion-related Video mal wieder. Keine Ahnung warum, ich wollte mir eigentlich so ein bisschen Zeit lassen mit den Videos, aber jetzt hat mich der Blitz getroffen. Ich habe mir gedacht, so viele heiße Sneaker im Jahr 2022, die wir uns einfach unbedingt anschauen müssen. Ich werde aber da heute nicht eingehen auf den 17. Jordan Release oder keine Ahnung, den 227. Dank. Sondern wir werden uns da wirklich extravagante Sneaker von einigen Marken ansehen, die wir vielleicht noch nicht so wirklich am Radar hatten. Denn 2022 ist einiges los. Nicht nur bei den Klassikern wie Yeezy und Nike, sondern es kommen auch Modehäuser mit neuen Designern daher und vor allem neuen Silhouetten daher, die ich persönlich niemals gedacht hätte, dass ich mir davon einen Sneaker holen würde. Wie zum Beispiel Balmain oder auch... Was war noch? Was ist noch crazy? Sneakies. Ich habe es bunt durchgemischt. Ja, ich nehme mir verschiedene Marken raus. Wir schauen uns die heißesten Sneaker an. Ich habe eigentlich vorgehabt, da irgendwie eine Reihung zu machen, aber wir gehen einfach von Marke zu Marke. Ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit einer meiner Lieblingsmarken an und von der ist einfach kein Entkommen. Also 2021 nicht grundlos von Complex auf Platz 1 der heißesten Marken gewählt, Balenciaga. Also was Demner da leistet und was der an neuen Wegen geht, wir haben schon beim Triple S gesehen, der für ihn eine komplette Überraschung war, dass der Triple S so abgehen wird. Davon haben wir uns jetzt aber Gott sei Dank gelöst und wir kommen mit neuen Silhouetten daher. Und das ist zum Beispiel der Defender, Leute. Wenn wir uns den Defender hier anschauen, erinnert der mich so ein bisschen an die Silhouette vom Track Runner. Der war noch nicht so begehrt, muss man sagen, aber der wurde jetzt verbessert, meiner Meinung nach verbessert. So ein bisschen einen Crunch abgefuckteren Look hat er bekommen und schaut jetzt folgendermaßen aus. Das ist nicht mehr der Track Runner, sondern der Runner. Den finde ich persönlich ziemlich nice. Geht gerade aktuell für, ja, für 1200 weg. Ich weiß nicht, ob der noch auf Balenciaga erhältlich ist, aber bei 700, 600, 700, 800 Euro, das sind so die Standard-Balenciaga-Preise, nur der Triple S war etwas teuer. Den finde ich persönlich ganz, ganz nice. Und was wir auch bei den ganzen Sneaker noch werden sehen werden, ist, dass das alles viel in die Laufschuhrichtung geht. Also sei es jetzt Louis Vuitton, das Vermächtnis, das uns, ich zeige euch den gleich mal, das Vermächtnis, das uns der Virgil Abloh hinterlassen hat, der Runner Tactic, also die heißen auch Runner, also wirklich Laufschuh ist da die Thematik, den finde ich zum Beispiel ultra nice. Der ist wirklich, wirklich schön, vor allem in diesem Grün feiere ich den extrem, habe ich das erste Mal bei Dell.10 auf Instagram gesehen. Gibt es aber auch noch in anderen Colorways, wie da zum Beispiel noch in Schwarz und Blau haben sie ihn auch noch. Das ist natürlich schon wieder sehr abgespaced. Ich finde, da merkt man eindeutig noch den Einfluss der vorherigen Kollektion von Virgil Abloh. Wirklich wilder Schuh. Tragen auch schon einige Stars, ja. Also vor kurzem bei irgendeinem Event hat man A$AP Rocky mit Rihanna gesehen, wie er den Schuh getragen hat. Er den kombiniert mit der neuen Louis Vuitton College Jacke. Mit diesen Engel-Emojis und so. Also wir brauchen nicht reden, die Kollektion, die letzte von Virgil Abloh, die letzte tatsächlich, absolut wild. Wie gesagt, es geht in die Laufschuhrichtung, wir waren aber bei Balenciaga. Ihr merkt schon, das wird alles so ein bisschen durcheinander. Dieser Runner und dieser Desert, den wir da gesehen haben, das ist nicht, sind nicht die craziesten Schuhe, die wir bei Balenciaga noch öfter auf der Straße sehen werden, sondern alleine die Crocs-Kooperation. Man hat es ja schon vor ein paar Jahren gesehen, als Balenciaga das erste Mal mit Crocs zusammengearbeitet hat. Dann kamen irgendwie diese Crocs-Plateauschuhe, war dann ganz crazy in diese Richtung da. Und jetzt der neueste Schrei ist Stiefel mit der Form von Crocs. Die sieht man hier mittlerweile überall. Hier sieht man zum Beispiel Gunner und Cardi B, wie sie die Schuhe tragen. Gibt es auch in Giftgrün und in einem lila Ton. Und sie haben jetzt bei der Fashion Week so eine Art, ja, schlappenmäßig was gezeigt. Mit Nieten, da merkt man auch so ein bisschen den Vêtement-Einfluss wieder ein bisschen von Demner, finde ich. Ist natürlich Geschmackssache. Also die Sneaker, die alle von Balenciaga kommen, das ist natürlich nicht unbedingt was, um zum nächsten Bäcker zu gehen. Aber es ist sehr extravagant und das sind wir bei Demner und Balenciaga natürlich gewohnt und das wird auch noch mehr werden. Auch Kanye West ist jetzt mehr und mehr ein Fan wieder von Balenciaga geworden. Man sieht ihn oft mit Balenciaga-Jacke herumlaufen oder auch hier
Auch mit den Crocs, ich glaube, das sind die Crocs von Balenciaga. Auf Yeezy werden wir nachher auch noch eingehen. Sie kreieren aber auch ganz andere Stiefel, wie zum Beispiel diesen Trooper. Alles eine Geschmackssache, Freunde. Am tragbarsten für mich sind auf jeden Fall noch die Runner, die ich euch vorher gezeigt habe. Diese hier sieht man auch aktuell an Ashraf sehr, sehr oft. Also auch in der deutschen Street-Style-Szene sind die alle sehr begeistert. Jetzt sehe ich gerade so eine beige Version. Ich glaube, das ist noch der Track Runner. Ja, genau, ist der Track Runner auch sehr, sehr schön. Also kann man auf jeden Fall tragen. Weit ausgestellte Hose, Schlaghose, kann ich mir gut vorstellen. Also die Zeiten von Speedtrainern und Triple S sind lang vorbei. Jetzt kommen wir vielleicht direkt zu einer... wir schließen gleich Nike ab, weil von Nike haben wir meiner Meinung nach mittlerweile schon genug. Auch wenn ich jetzt in meinen Kleiderschrank reingehe und da eigentlich gefühlt nur Nikes sehe, die ich auch immer noch gern trage. Aber was die neuen Releases anbetrifft, die waren alle immer so, hat man schon gesehen, nicht wirklich was Neues dabei. Was mir vielleicht noch gefällt, ist der Mummy, der jetzt rausgekommen ist. Also der ist schon letztes Jahr irgendwann rausgekommen, vor einem halben Jahr oder so. Sieht man aber gar nicht mal so oft. Underrated, meiner Meinung nach. Wirklich sehr, sehr schöner Schuh. Soll so ein bisschen an eine Mumie erinnern. Wir haben hinten dann noch sein Auge drauf. So leicht ausgefranst und distressed. Die Sohle unten leuchtet. Also wer auffallen will im Club, da ist der richtige Schuh dafür. Erinnert mich so ein bisschen auch noch an den SB Grateful Dead. So leicht, was die Silhouette betrifft und was das Ausgefranste betrifft. Sehr, sehr schöner Schuh. Auch in einer Preisklasse unterwegs, wo man sagt, das geht sich vielleicht noch aus. Um die 400-500 Euro ist der schon zu haben. Auf jeden Fall ein Sneaker, den ich mir überlegen werde. Ansonsten wenig gesehen bei Nike, das mich interessieren würde. Was aber Adidas betrifft, mit Yeezy gibt es natürlich wieder einen Vormarsch. Wenn wir jetzt diese ganzen Yeezy Boosts weglassen, diese 750er weglassen und auch die 380er weglassen, die interessieren uns alle nicht, sondern die Yeezy Boots, die gehen richtig ab vorne. Also wirklich am Anfang eine Sache, wo ich mir gedacht habe, kann ich mir nicht anschauen. Ist der Klassiker, wenn neue Sachen rauskommen, bei mir zumindest. Ich springe nicht immer sofort auf den Hype-Train auf. Ich brauche immer so ein bisschen eine Zeit zum Akklimatisieren, bis mir was wirklich gut gefällt. Und ähnlich war es halt auch mit diesem Boot hier. Das ist der Knit Runner. Sehr, sehr schöner Schuh. Mittlerweile für mich. Waterproofed, also sehr, sehr dick ausgestellt. Auch bulky der Schuh mit einem Gelbton. Haben wir natürlich das erste Mal an Kanye gesehen letztes Jahr. Mittlerweile ein Schuh, der mir absolut gut gefällt. Also wenn wir uns zum Beispiel in Deutschland den Ilya anschauen, der kombiniert den wirklich, wirklich schön. Wie ich den Schuh an ihm gesehen habe, bin ich auch zum ersten Mal auf den Geschmack gekommen. Auch relativ teuer das Ding. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch der Preis schon geklettert ist, aber ich glaube, wir sind bei über 1000 Euro. Wildes Ding. Wenn wir... gleich mal gespuckt vor lauter Begeisterung. Crazy wird es natürlich auch mit dem neuen Boot, der jetzt rausgekommen ist. Der kam letztes Jahr schon raus. Der Yeezy Boot, den kennen glaube ich einige von euch. Das ist ein richtig fetter Winterboot. Auch eine Silhouette, die man so noch nicht gesehen hat. Aber es ist einfach für die Marke Yeezy jetzt notwendig, wirklich neue Silhouetten und neue Wege zu etablieren, damit die Marke einfach breiter aufgestellt werden kann und weg von diesem Mainstream kommt, von diesen Yeezy Boots 350ern. Und ein Schuh, mit dem das absolut gelingt, ist auch der Schuh, der bei Donda das erste Mal released wurde, der 1050 oder 1020er. Absolut wildes Ding. Erinnert so ein bisschen an einen Workwear-Schuh, so ein bisschen mit Stahlkappen von Engelbert und Strauß so ein bisschen. Der Colorway reißt dann raus und du merkst, okay, das ist eher so ein abgespacederes Ding mit Zipverschluss vorne. Im Sommer natürlich keine gute Sache, glaube ich. Also wenn's mit dem im Sommer herumrennst und dann ziehst du am Abend die Schuhe aus, dann ist, glaube ich, vorbei. Dann fällt da jeder um in der Wohnung. Wirklich wilder Schuh. Also Kanye West sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Man sieht ihn in letzter Zeit aber auch sehr viel mit diesem Workwear und Tactical-Ding herumlaufen. Also das so was rauskommt, war irgendwo schon klar. Jetzt kommen wir zu Marken, die vielleicht, wie gesagt, nicht so auf eurem Radar waren, wie zum Beispiel, und da muss ich einfach, scheiß drauf, ich hau's direkt raus, Balmain, unfassbar, mit diesen, wie heißt das, Sahin Shafir, das ist ein Sneaker-Designer, der war vorher bei Nike, der ist jetzt bei Balmain, der hat einen Schuh rausgehauen, wo ich sage, das ist die nächste Generation, das ist ein Ding, das ist abgespaced, schaut aus, als würde es direkt aus dem 3D-Printer kommen. Wild. Ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Ich laber eh schon wieder viel zu lange. Das ist das Ding, Freunde. Schaut euch mal diesen Sneaker an. Oh mein Gott. Also wenn der nicht fett ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir haben hier wirklich, es erinnert so ein bisschen an ein Schiff, an eine Yacht. Dann nochmal mit diesem Metall da oben aufeinander draufgesetzt irgendwie, als würde es teilweise freischwebend sein. Also ein Meisterwerk im Design meiner Meinung nach. Hat unfassbar viel Entwicklungszeit gekostet. Auch wenn man jetzt dieses Plastik ansieht, das da durchgefädelt wurde, um nochmal den Halt auf der Seite mit den Schnürsenkeln zu geben. Ganz wilder Sneaker. Also auf den, wenn der rauskommt, ich habe keinen Plan, was der kosten wird. Vermutlich eh so um die 900, vielleicht sogar 1000 Euro. Gibt es auch in Schwarz. Ich finde ihn aber in Grün eindeutig besser. Ob man das jetzt nochmal machen hätte müssen, das ist halt so klassisch Balmain. Man muss halt so ein bisschen noch eins draufsetzen. Sehr, sehr wild das Ding.
Der kommt aber erst. Das ist noch ein Konzept. Was aber schon vorgestellt wurde, ist dieser hier. Wieder so in die Richtung Schlappen. Erinnert fast so, als wärst du auf einem Jetski oder auf irgendeinem Boot unterwegs. Oder schlauchbootmäßig. Mal was anderes als die ganzen Yeezy Foam Runner, die wir so kennen. Oder auch die jetzt alle kommen, die aus einem Guss gemacht sind, wie wir es bei Balenciaga auch gesehen haben. Wildes Ding. Vielleicht noch zu guter Letzt zu erwähnen, was auch eine Marke ist, die man ja eher so ein bisschen mit Prolo verbunden hat, war doch Givenchy. Die haben aber jetzt vor kurzem den Kevlar Runner vorgestellt. Ich weiß nicht, ob das so heißt, aber er ist auf jeden Fall aus Kevlar gemacht. Erinnert eh so an eine Knit-Variante, ist aber ein bisschen härter und schlupft man einfach rein, ist drin. Sehr, sehr angenehm, glaube ich, auch für den Sommer. Das waren die Sneaker, die meiner Meinung nach die ausgefallenste und niceste Silhouette hatten. Ich würde nicht jeden tragen, aber ein paar davon sind einfach absolutes Great. Wie eben auch den Balmain, den ich euch vor kurzem gezeigt habe. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, welche Schuh euch am besten gefallen hat und was eurer Meinung nach in dieser Aufzählung gefehlt hat. Klar, es waren nicht alle von 2022, aber die werden wir jetzt auch noch in 2022 viel sehen. Es freut mich, mal wieder da am Start gewesen zu sein mit einem Thema, für das ich mich aktuell brennend interessiere. Freunde, wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann bald wieder mit einem weiteren Video, vermutlich mit einer Reaction, weil es geht schnell und es kommt immer ganz gut. Da ist nämlich wieder mal ein Ausraster passiert, Freunde. Also bleibt auf alle Fälle dran. Danke fürs Zusehen. Das war's von mir. Euer Maximilian.